Da ist einfach ein Gebäude eingestürzt. Oh mein Gott. Es ist alles eingestürzt. Warum nicht einfach zu unserem besten Freund Michael jetzt fahren? Ich glaube, der wird uns weiterhelfen. Oder geht's ihm gut? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen mal schauen, ob es ihm überhaupt gut geht. Jo, Leute, was geht? Heute ist wieder ein wunderschöner Tag in Los Santos und Franklin hat sich ein neues Haus zugelegt. Und zwar, er wollte nämlich nicht mehr in dieser alten Villa leben, Freunde. Er wollte weiter aufsteigen und das bedeutet, er hat sich ein Penthouse in einem riesigen Hochhaus gegönnt, Freunde. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben natürlich auch Chop hier am Start. Und Chop, lutschst du gerade hier an einem Hotdog? Ey, alles klar, Freunde. Chop gönnt sich hier einfach einen Hotdog. Sei ihm aber gegönnt. Er hat einen harten Umzug gemacht. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, Leute, all diese ganzen Möbel und Gegenstände hier hin zu transportieren. Das meiste mussten wir mit dem Helikopter reinfliegen, weil hier natürlich auch so eine riesen offene Fläche ist. Aber ich würde sagen, ich zeige euch auf jeden Fall mal dieses Penthouse. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice geworden. Wow, 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 wow. Was geht denn hier ab? Hallo? Okay, ich höre so ein Klimpern. Ich weiß nicht, was mit meinen Möbeln los ist, aber dieses Gebäude scheint wohl nicht ganz stabil zu sein, muss man sagen. Ja, so ein bisschen Beben gibt's hier. Ich glaube, das ist normal, wenn man auf so einem hohen Gebäude ist. Aber ich glaube, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass es vielleicht ein Erdbeben oder sowas gibt. Oh, okay, Freunde, es hat aufgehört. Hallo? Okay, ich glaube, Leute, irgendwas ist gerade runtergefallen. Ich weiß nicht. Es hat halt ein bisschen gebebt, aber es hat jetzt aufgehört. Jedenfalls möchte ich euch erst einmal dieses wunderschöne Penthouse zeigen. Es kann ja sein, dass es jetzt innerhalb von einer Minute ein Erdbeben kommt und alles einstürzt. Aber ich glaube, das wird nicht in GTA passieren, Freunde. Dafür hat Franklin einfach zu viel Geld für dieses Penthouse ausgegeben. Okay, Chop ist auch aufgestanden. Ich glaube, der hat auch das gespürt. Ich habe es mir wohl nicht eingebildet. Okay. Ich weiß nicht, Chop ist schon aufmerksam. Naja, Freunde, wir schauen uns erst einmal dieses wunderschöne Penthouse an. Wir haben nämlich hier einen schönen Küchenbereich, natürlich mit einem extrem krassen Ausblick auf die ganze Stadt nach Los Santos. Wir haben hier ein Fernrohr, wo wir einfach in die Sterne schauen können. Und in diesem Wohnbereich können wir zum Beispiel auch Fernsehen schauen, mit Leuten anstoßen. Und man muss auch sagen, es ist, glaube ich, ein deutlich schöneres Gebäude, als man das auch in GTA Online kaufen kann, weil wir auch hier einen riesen Balkon haben und es fehlt zwar ein Zaun, deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass wir da nicht drüber gehen, weil es geht ganz schön tief runter, muss man sagen. Und natürlich haben wir auch einen eigenen kleinen Swimmingpool hier am Start, welcher sehr, sehr nice geworden ist. Und was ist das hier? Ist das eine Dusche? Ich weiß nicht, ob das eine Dusche ist, aber es sieht mir tatsächlich nach einer Dusche aus. So, und hier geht es dann auch schon in den Swimmingpool rein. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Auf jeden Fall ein sehr krasses Penthouse. Okay, es geht wieder los. Shop, hörst du das auch? Hörst du auch diese komischen Geräusche? Ich weiß echt nicht, ob das hier noch normal ist in diesem Gebäude. Ich bin gerade erst eingezogen und ich glaube, diese Beben sind wahrscheinlich regelmäßig. Aber, oh, das sieht auch ganz cool aus. Aber wir bleiben cool, Freunde. Wir bleiben cool. Ich mache mir keine weiteren Gedanken darum. So, was haben wir hier noch? Einen wunderschönen Ankleidezimmer für Franklin. Und, Leute, da gibt es noch ein Highlight. Und zwar haben wir noch ein Dachgeschoss. Genau, Leute. Wir haben nämlich das Penthouse ganz oben erwischt. Das ist nämlich gerade erst frei geworden. Und ich glaube, ich habe völlig vergessen, wie man da nochmal hinkommt, oder? Wie kommt man da nochmal hin? Oh nein, Freunde. Durch dieses Beben sind die Fenster noch zersprungen. Okay, ey, super, jetzt muss ich mir ein neues Fenster kaufen. Ich wusste doch, dass hier irgendwas kaputt geht. Ah, hier geht's hoch. Und dann haben wir auch ein eigenes Helipad und natürlich noch einen eigenen Garten, wo wir grillen können. Und man muss sagen, es sieht so heftig aus, meiner Meinung nach. Es ist wirklich wunderschön geworden und ich fühle mich definitiv hier wohl zum, ja, zum Wohnen. Und ich habe sogar noch einen eigenen Basketballplatz, wo ich ein bisschen Körbe werfen kann. Man muss darauf aufpassen, dass der Ball jetzt nicht aus dem Hochhaus herausfliegt. Deswegen haben wir diese Zäune aufgestellt, aber es gibt immer noch die ein oder anderen Leute, die sich hier einen Spaß erlauben wollen. Von hier aus könnte ich zum Beispiel auch in den Pool springen. Ich glaube, wir machen das mal. Oh, das war ganz schön knapp. Okay, das war knapp. Aber ja, Freunde, das ist auf jeden Fall so eine kleine Haustour durch unser Penthouse gewesen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal raus, nicht wahr? Okay, okay, was geht jetzt ab? Chop, bleib ruhig, Chop. Bleib auf jeden Fall ruhig. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich es mit einem Erdbeben zu tun. Okay. Oh, okay, wir können uns nicht mehr auf den Beinen halten. Und es wird immer lauter, Freunde, es wird immer lauter. Ich glaube, das ganze Gebäude wird wahrscheinlich auseinander ausstürzen. Franklin, wir müssen los. Chop, komm mit. Komm mit, wir müssen hier raus. Oh, oh mein Gott. Okay, wo bin ich hier? Jo, okay. Es geht uns gut, Freunde. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber ich glaube, unser Gebäude ist teilweise eingestürzt, wo wir unser Penthouse hatten. Und jetzt sind wir hier, Leute. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Jo, es ist alles kaputt. Und die wichtige Frage, Leute. Wo ist unser Kollege Chop? Alter, was ist denn hier passiert? Es ist alles eingestürzt. Das ganze Gebäude, Freunde. Oh mein Gott. Chop? Hallo, Chop? Wo bist du?
Okay, ich höre ihn. Ich höre ihn, Freund. Ich glaube, das ist Chop. Dem müssen wir helfen. Ich weiß nicht, wo wir ihn suchen können, aber ich glaube, der ist hier irgendwo eingesteckt oder irgendwo in Sicherheit müssen wir ihn bringen. Okay, Franklin, steh auf, Bruder. Okay. Ich glaube sogar, Freunde, es sind tatsächlich ein paar Stunden vergangen, seitdem wir hier das Video aufgenommen haben. Also es ist mittlerweile schon nachts geworden. Und jetzt müssen wir auf die Suche uns machen nach Chop. Ich weiß nicht, wo er ist. Chop? Yo, Chop? Bist du da drin? Hallo? Ich sehe ihn nicht. Wo ist denn Chop? Chop? Hallo? Chop, Bruder, wo bist du? Ich hab dich gerade gehört. Alter, es ist hier alles eingestürzt. Und ich weiß nicht mal, ob das das letzte Beben war. Ich glaube, es wird noch nicht aufhören. Es kann sein, dass wir jederzeit noch Nachbeben haben. Jo, aber es ist alles kaputt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo Chop ist. Ich müsste jetzt einfach nur nachschauen, ob ich hier irgendwie ihn finden kann. Alter, warte, war ich nicht schon hier? Ich glaube, hier war ich schon, oder? Vielleicht ist er hier oben, oder? Ich weiß es nicht. So, Chop, hörst du mich? Okay, er bellt. Ich höre ihn noch. Ich höre ihn noch, Freunde. Oh mein Gott, es sieht so heftig aus, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, hier war eventuell so eine Art Cafeteria oder hier waren verschiedene Büros, wo Leute gearbeitet haben und das ist alles jetzt zerschüttet durch so ein komisches Erdbeben einfach. Chop, bist du da drin? Okay, mittlerweile höre ich ihn gar nicht mehr bellen. Ich hoffe noch, dass es ihm gut geht. Wir sind jetzt hochgegangen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal den ganzen Weg wieder runter, weil ich war noch nicht ganz unten schauen. Oh mein Gott, ich glaube, es gibt sogar Nachbeben. Oh nee, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen schnell aus diesem Gebäude raus, bevor es komplett einstürzt. Nämlich die große Angst, dass wir das einfach komplett alles verlieren, indem das Gebäude hier einstürzt. Okay, schnell raus hier. Aber erst nehmen wir Chop mit. Wir gehen nicht ohne Chop, Freunde. Wir sind Ehrensmann genug. Das ist unser Hund. Wir müssen ihn mitnehmen. Oh, hier geht's die Treppe runter. Okay. Komm, beeilen wir uns. So. Oh, es wird stärker. Oh, Vorsicht, Bruder. Vorsicht, nicht stolpern. Das Beben ist richtig stark geworden mittlerweile. Okay. Ich glaube, hier geht's runter. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Chop, wo bist du, Bruder? Lass uns hier raus. Lass uns hier ganz schnell raus aus diesem Gebäude. War gar nicht so eine gute Idee, Freunde. Das war gar nicht so eine gute Idee, uns hier so ein Penthouse zu holen. Ich wusste, dass da ein Haken ist. Chop? Chop, wo bist du? Okay. Ey. Chop, alter Freund. Okay, es geht dir gut, ne? Wie wir das überstanden haben, ich habe keine Ahnung, mein Freund. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß, dass unsere Aufgabe ist, jetzt ist ganz schnell aus diesem Gebäude rauszugehen, weil das Beben, es hat immer noch kein Ende. Wir müssen hier raus. Okay, bist du dabei? Komm, wir gehen jetzt. Wir müssen hier irgendwie raus. Chop, folgst du mir? Jawohl. Okay, Chop ist immer noch dabei, Freunde. Jetzt müssen wir irgendwie aus diesem Gebäude raus. Wir müssen ganz schnell raus. Zum Glück, Leute, waren wir natürlich auch versichert, was unser Gebäude angeht. Aber solange wir das hier nicht überstehen, können wir auch keine Versicherung beantragen. Da ist mir auch alles andere egal. Komm, Chop, beeil dich, Junge. Okay, das Beben wird wieder ein bisschen schlimmer. Wir müssen hier raus. Ich glaube, der einzige Weg, wie wir hier rauskommen, ist mit dem Fallschirm. Ich weiß, wir müssen Chop. Wir müssen dich mitnehmen. Oh mein Gott. Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe hier keinen Deluxo oder sowas. Gibt es hier keinen Deluxo? Wofür gibt es eigentlich den Deluxo, wenn man ihn jetzt braucht? In solchen Situationen. Ich weiß nicht. Ich gebe dir mal einen Fallschirmjob. Weiß nicht, ob du damit umgehen kannst. Aber ich glaube, der wird dich auf jeden Fall helfen. So. Zwei Fallschirme. Also einer für mich, einer für dich, Job. Okay? Okay. Ich habe es jetzt so gemacht. Job, wir nehmen dich mit. Oh mein Gott. Okay. Bist du noch dabei? Okay, er ist noch dabei, Leute. Oh mein Gott. Alter, was ging da ab? Yo. Alter, da ist einfach ein Gebäude eingestürzt. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Freunde? Was ist hier passiert? Ey, was für ein Glück hatten wir, dass wir nicht in diesem Gebäude gewesen sind. Jetzt eine schöne, sanfte Landung und okay. Geht's dir gut? Alles gut, Job? Oh mein Gott, Gott sei Dank. Okay, Freunde, wir haben es geschafft und es kann nichts mehr schief gehen. Ist das ein Witz? Ey, jetzt ist auch noch der Strom ausgefallen. Job, was sagst du dazu? Oh, wir stehen ja sogar direkt vor dem Gebäude, das hier einfach in den Maze Bank Tower gekracht ist. Leute, ist das krass. Okay, ich weiß nicht, wie wir das am Ende hier handeln. Okay, der Plan ist jetzt wie folgt, Freunde. Wir werden uns jetzt ein Auto suchen und damit jetzt erstmal ein bisschen Hilfe suchen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt kein Haus mehr, ne? Das eine Haus haben wir verkauft in GTA und das andere Haus, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ist gerade kaputt gegangen. So, Chop, steig ein, Bro. Steig ein. Wir haben einen langen, langen Tag vor uns, hinter uns, wie auch immer. Freunde, das Erdbeben hat Los Santos einfach komplett auf den Kopf gestellt und wir hatten oft genug Beben. So, das ganze Gebäude, Leute, ist einfach jetzt eingekracht. Wir haben nichts mehr. Wir müssen uns Hilfe suchen. Und ich glaube, warum nicht einfach zu unserem besten Freund Michael jetzt fahren? Ich glaube, der wird uns weiterhelfen. Oder geht's ihm gut? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen mal schauen, ob es ihm überhaupt gut geht. So, ich bin jetzt bei Michaels Haus angekommen. Und so wie es aussieht, hat auch das Erdbeben in Michaels Haus sein Unwesen getrieben. Wir haben hier einen Kran, der einfach eingestürzt dort ist. Und wir haben hier extrem viele Steine, so Ziegelsteine, die von Michaels Haus wahrscheinlich abgefallen sind. Okay, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache, Freunde. Hallo? Seid ihr da? Oh nein. Amanda! Jimmy! Oh, Leute, die sind eingeschlossen. Oder ich glaube,
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr rauskommt. Ich helfe euch da raus. Okay, Jimmy, ich glaube, du schaffst es selber raus. Das sind nur einfach nur zwei Blöcke. Aber vielleicht hat er ein Bein gebrochen. Ich weiß es nicht. Okay, wo ist Michael? Jawohl. Okay, Jimmy, ich habe ihm geholfen. Leute, Jimmy ist schon mal raus. So. Okay, Amanda habe ich jetzt auch gerettet. Es fehlen nur noch zwei. Wo ist dein Vater, Jimmy? Wo ist dein Vater? Ist der oben? Ich muss mal schauen. Okay, nein, nein. Oh mein Gott. Okay, wir haben hier einmal Tracy und die ist komplett zugeschüttet, Freunde. Das wird nicht einfach sein, die rauszuholen. Und wir haben auch Michael. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob der bequem liegt. Bruder, liegst du bequem? Ich weiß nicht, aber... Okay, Michael habe ich auch noch gerettet, aber bei Tracy wird das ein bisschen schwieriger, Freunde. Ich glaube, wir müssen zusammen helfen. Komm, Michael, rette deine Tochter. Wir müssen das irgendwie, wir müssen diesen Schutt irgendwie wegschieben. Können wir das schaffen? Komm, wir machen das jetzt zusammen. 3, 2, 1. So, jawohl, wir haben es geschafft, Michael. Wir haben es geschafft. Tracy, du kannst aufstehen. Du kannst jetzt deine Füße einfach rausnehmen und ich weiß, war ziemlich harter Schock. Ich hoffe, wir bringen mal Tracy in Sicherheit, würde ich sagen. Okay. Geht's dir gut? Okay. Oh mein Gott, es geht ihr gut. Leute, wir haben die gesamte Familie des Center gerettet. Und ich weiß auch gar nicht, was Trevor aktuell macht, ne? Ich weiß gar nicht, was Trevor macht, aber ich glaube, ihm geht's gut. Weil, wie gesagt, ein Erdbeben bei ihm in Sandy Shores, der hat einen Wohnwagen, der wird nicht einstürzen. Also ihm geht's auf jeden Fall gut. Aber das ist zu heftig, was mit deinem Haus passiert ist, Michael, ne? Diese ganzen Ziegelsteine, das müssen wir alles wieder raustragen und das Haus wieder neu aufbauen. Obwohl, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Boah, das ist einfach zu krass, Freunde, was das Erdbeben angerichtet hat. Einfach mein gesamtes Haus zerstört und so weiter. Okay, yo, der Strom ist wieder angegangen. Perfekt. Und jetzt ist auch wieder Tag, Leute. Der Morgen beginnt in Los Santos und es ist ein neuer Tag. Und jetzt ist auch wieder Normalität, Leute, eingekehrt. So ein bisschen, muss man sagen. Michael geht's noch ein bisschen schlecht, Leute. Der ist gerade kurz ins Krankenhaus natürlich noch gefallen. Aber, Leute, wir haben's überstanden. Jobs hat's überstanden. Mein Haus hat's nicht überstanden. Es war ein ziemlich schönes Penthouse, Leute. Aber wir müssen uns leider von diesem Penthouse jetzt verabschieden. Wir werden wieder dahin zurückkehren, wo wir damals gewohnt haben mit Franklin. War vielleicht keine so gute Idee, jetzt ins Penthouse zu ziehen. Aber, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute, wenn es euch unterhalten hat. Und falls ihr weitere GTA 5 Mods haben wollt, Leute, vergesst nicht, ein Like da zu lassen und ein kostenloses Abo. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Edizock ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.